Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Champions of Regnum. Endlich mal wieder. Jo, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Let's Play weitermachen soll oder ein neues 2024 mal. Ich denke, ich mache es mal so. Also ein 2024er und es hat sich einige Sachen verändert. Ich habe jetzt zweimal lange gelivestreamt und jo, habe wieder Freude. So, weil wir haben jetzt gerade eine Invasion. Ich muss leider bald gehen zu meinem Vater, aber das Video kann ich noch kurz machen und heute Abend dann hochladen. Jo. Ich bin endlich wieder mal in eine Invasion auch reingekommen. Syrtis war meistens zu stark, aber da wir jetzt gerade Ignis haben und nicht so viele online sind, geht es gut. Also ich habe jetzt an der Mauer recht gut mitgekämpft und so. Es waren nicht so viele Ign. Und jetzt müssen wir natürlich die Steine holen, befreien von diesen Magiern, die auch ziemlich neu sind hier. Wächter, genau. Und ja, versuchen wir einfach mal unser Bestes. Wir haben natürlich noch nicht so einen guten Charakter. Spielen einfach zu wenig. Dann aber gut, spielen jetzt, da ich immer viel mehr Lust habe. Auch. Okay, wir haben den verpasst. Bin zu spät gesehen. Aber ja, es kommen immer wieder neue Spieler. Den Spieler. Müssen wir ein bisschen noch lernen, vorauszusehen oder so. Ich schaue einfach die Spieler immer an, weil ja, das ist jetzt nicht unbedingt so stark, dass er mir Probleme machen würde oder so. Er hat einfach viel Leben, das ist einfach in einem RVR PvP-Spiel so. Jo, der Hauptargument ist halt Spieler gegen Spieler und da müssen wir auch ein bisschen vorsichtiger sein. Ne? So, jo, ich bin halt jetzt auch mitten in einer Schlacht. Es könnte bald vorbei sein, es könnte sehr lange dauern oder wir könnten ruckzuck die Steine auch mitnehmen. Ich denke, wir nehmen nur einen mit. Es dauert einfach sonst zu lange. Und wir könnten immer noch eine Invasion machen. Weil wir, denke ich, schon ein bisschen stärker sind als Ignis momentan. Ich habe aber gesehen, in der Nacht um 2 Uhr hatten wir 4 Edelsteine. Und als ich jetzt wieder kam, haben wir 0. Ja. Und Ignis hat seine wieder zurückgeholt. Und Syrtis hat unsere. Okay. Ja, ist nicht so gut gelaufen scheinbar, aber ich bin jetzt nicht einer, der am Morgen früh aufsteht oder so, eher spät ins Bett geht. Und deshalb kann ich ja nichts dafür. Also das müssen die Argentinier, die 6 Stunden oder 8 Stunden sogar vorher, also später haben, machen, oder? Genau. Man muss immer so ein bisschen schauen, wo in welche Richtung die Zeitzone geht. Also wenn ich jetzt die Zeitzone erfinden würde, dann würde ich von links nach rechts, aber die Sonne geht von rechts nach links und deshalb ist die Zeitzone ja von rechts nach links. Aber ich denke immer, es ist von links nach rechts, also von Westen nach Osten. Na gut. Und hier diese Kugel hat mich schon immer gestört. Man kann sie nicht gut anklicken. Er greift einfach nicht an. Ihr müsst unbedingt hier bei den Steinen angreifen. Schaut, greifen wir irgendwo bei den Steinen an. Jo, das vergesse ich nicht. Also, das kann ich schnell, aber ich versuche immer die Kugel anzuklicken oder irgendwo der Stein oder so. Naja, man muss halt Sachen lernen, die nicht gezeigt werden vom Spiel. Und das einfach von den anderen Spielern, die nicht schreiben, also die schreiben immer meistens nur Spanisch. Das ist ein bisschen doof. Ich will den Stein. Ach komm, ich will den Stein jetzt. Ich will mal den Stein halten. Das sind immer so mega Egoisten, die immer den Stein haben müssen. Aber eigentlich wäre es besser, wenn ein Ritter den Stein haltet. Weil der am längsten durchhalten könnte dann. Keine Chance. Andere haben immer bessere Pings oder so. Ja.
Gut, egal. Der rote Stein wäre mir. Der gehört mir. Ja, aber die Steine nicht hier sind, wenn der Magier lebt. Der Wichter. So, scheinbar kommen ja keine Spiele mehr. Nix. Na gut. Also wie viele Seasons habe ich jetzt schon gemacht von diesem Spiel? Ja, das ist die 6. Season. Und... jo. Das meiste war natürlich Leveln und so. Kommst du auch raus? Was? Ja, das passt gewesen. Dummes Spiel, gute Menschen und ja, viel Spaß. Aber dummes Spiel immer noch. Nach so vielen Jahren immer noch nicht gute Patches. Naja, für ist halt einfach alles andere gut. Außerhalb von den Patches. Die Menschen sind gut. Es sind so viele Argentinier und so, das sind nette Menschen. Und ja, man kann einfach nicht kommunizieren mit ihnen. Ich habe schon mehrmals versucht, Spanisch zu lernen, aber es ist so kompliziert. Erstmal einfach alles zu merken können, oder? Ein Satz wie zum Beispiel, ja, wir gehen jetzt dorthin oder so, es ist einfach mega schwer. Schade. Aber vielleicht kann ich es ja jetzt momentan wieder ein bisschen ab und zu machen. Dann kann ich es auch gestehen. So, jetzt sind die Steine wieder da. Währenddessen gucke ich mal. Jo, ich tue mir auf dieser Seite kloppen schon mal, damit ich dann später nicht wechseln muss. Nur weniger sind. Mache ich schon immer. Weil eigentlich, jo, es lohnt sich nicht, einen zu priorisieren. In der zweiten schon auch Garten leidet, dann geht es schneller. Das machen leider keine Starken hier mit dieses Mal. Barbaren sind immer noch mega stark. Ich weiß nicht, wann die endlich mal genervt werden. Vor allem zwei Hand ist immer noch, also zwei Waffen, ist immer noch mega betrieben stark. Ich habe da in einem Livestream auch einen Barbar noch gehabt und der hat mich einfach ziemlich heftig gehittet. Ich hab's, glaube ich, überlebt, aber dennoch, wenn ein kurzer Barbar kommt und du erleidest so viel Schaden, das ist schon sehr unangenehm. Was übrigens Hexenmeister auch noch sind und ja, schützen sich auch manchmal. Das sind auch diese Damage-Klassen, die übertrieben stark sind. Obwohl sie eigentlich weniger gut spielbar sind als die defensiven Klassen, die machen einfach viel mehr Spaß. Man hat irgendwas zu tun und... ja, sie bereiten einfach Freude, weil... ja. Jo, weil man halt auch mal etwas anderes macht, als wenn man Schaden macht. Die Spiele zum Beispiel unterstützt. Und so. Ja. Ich hab ihn leider nicht gehört. Wieso muss ein Jäger... what the fuck? Wieso muss ein Jäger einen Stein halten? Ich versteh's nicht. Ein Jäger muss schauen, ob Menschen kommen. Ob andere Spieler kommen. Ja, jetzt sind hier zum Beispiel sehr viele. Ja, genau. Und diesen einen Spell. Sultars Terror. Soll mal endlich genervt werden. Gebalanced werden, würde ich sagen. So. Ich bekomme nichts über. Doch. Also manchmal verstehe ich mal das Spiel wirklich nicht. Es ist so unfair gegenüber den Spielen, vor allem den Schwachen. Können ja auch mal ein bisschen mithelfen dürfen, aber es sind so viele Veteranen, die jeden Tag heftigst spielen und so. Es macht nicht so viel Spaß, immer nur zu starke Gegner zu sehen.
Ja, ich bekomme leider gar nichts über gerade. Weil die Spiele einfach zu stark sind, die Mitspieler von Alessios Reich, von unserem blauen Reich. Aber ja, gut. Muss man ein bisschen durchhalten, dass man halt einfach langsamer ist als den Ritter. Ja. Und eben, Barbaren sind einfach zu stark, sie killen die Gegner zu schnell. So langsam. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Mekke. Einfach wegen Buffen bekommt man schon mit Skill. Das ist gut genug, also es reicht noch nicht, aber ja, immerhin, wenn ich mal buffe und so, kriege ich da auch ein bisschen den Loot über. Aber als Ritter hast du es wirklich schwer, weil ja, du hast ja auch Gegner, die sehr stark sind. Ist zwar zum Aufnehmen und zum Livestream besser, da du länger aushältst und nicht priorisiert wirst, eher am Schluss dann dran kommst und Kloppe bekommst. Aber es ist so wie als würden Ritter nicht gebraucht werden und so. So, ich habe gehört, es gibt ein Event, wo man Ximmerin bekommt. Wenn jemand das genau weiß, wie es geht, ich darf das gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber wenn es jetzt noch nicht abgelaufen ist, habe ich das jetzt bekommen. Ich weiß nicht, man bekommt recht viele Ximmerin über. Ich habe in einem anderen Königreich den bekommen, einen Kill gemacht sozusagen. Also hier sind zwei. Das reicht, das zählt als Kill. Aber wie jetzt, ja, oder ob man wirklich selber einen Gegner killen muss, keine Ahnung. Bitte mal in die Kommentare schreiben, wie genau das funktioniert. Ja, und währenddessen laufen wir doch mal ein bisschen zurück. Ich möchte es euch gerne zeigen, das ist der gelbe Stein. Der rote Stein ist aber auch hier. Oder ist der gelbe Stein nicht hier? Sehen jetzt direkt noch nicht so. Aber auf der Map, ja, sind beide zusammen, also sollte irgendwo sein. Also wir verteilen ihn jetzt nicht unbedingt so. Wir reiten eher, damit wir bei den Steinen bleiben. Weil wir haben einfach noch nicht Schuhe und so. Also es könnte sein, dass ein Jäger und ein... Ja, sieht das wie Ritter, aber er ist eine Keule. Ritter ihn nehmen, ja. Also Jäger wegen der Schnelligkeit, aber ich denke, Jäger werden eher gebraucht, um zu schauen, ob jetzt Gegner in der Nähe sind, die uns aufhalten wollen. So, hier, ja, der Kleine hat ihn, den roten Stein haben wir schon gesehen. Und hier der Schwarze hat ihn gelb. Der Weihnachtsmann. So, währenddessen muss ich kurz ein bisschen Informationen schauen. Scheinbar. Jetzt viele Zip-Nachrichten. Oh nein! Ah, ich habe doch jetzt gestern gesagt, dass ich heute nicht da bin. Jetzt wollen sie wieder Sachen machen. Ich werde immer unterbrochen beim Let's Play und Livestream. Ich habe jetzt nichts zu tun. Ja. Ja, immerhin jemand ist beschäftigt, aber ich bin immer der Mann, der gebraucht wird. Von den Frauen. Also jetzt sind es einfach wieder zwei Frauen, die etwas von mir wollen. Sonst habe ich mehrheitlich eher Männer natürlich. Okay, das dachte ich mir, deshalb habe ich geschaut. Ja, ich muss mal ein paar Sachen rausnehmen, das können wir dann noch machen. Wir tun mal den Stein nicht dorthin bringen, sondern mal kurz einfach ins Lager gehen. Ich muss die beschützen, die sollen nur kämpfen.
beschütze die zwei Steine noch. Ein bisschen schneller, die sind alleine. Falls ihr angreift, ja, der andere wird angegriffen. So. Kurz werfen, Heldenpräsenz einsetzen. Sein Sitzchen. Gut. Hoffentlich stunt er mich jetzt nicht. Okay, der eine hat's überlebt, der kommt wieder. Aber wo sind jetzt gerade die anderen? Also es ist manchmal so, dass man halt einfach ständig irgendwelche Mitspieler verliert. Aus irgendwelchen Gründen. Brain AFK sind oder so. Aber immerhin haben wir es geschafft, bis jetzt hierhin, in unseres Areal. Das ist nicht Gebiet, oder das ist ja innerhalb von der Mauern. Und einfach Warzone Areal. Gut, also was haben wir jetzt für Neulinge gemacht? Wir haben Steine geklaut. Wenn wir alle Steine haben, dann ist es so, dass man einen Drachenwunsch hat, dafür stimmt man ab und bekommt irgendwelche Buffs oder Loot. Und oder könnte den Gegner schwächen, zum Beispiel noch. So. Und jo. Man macht das, damit man natürlich mehr Loot, mehr wegen den Buffs halt mehr Chancen hat im Krieg. Und das geht immer so weiter und weiter. Ist manchmal echt interessant. Manchmal hätte ich gerne mehr natürlich, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wenn jetzt irgendwie Content fehlen würde, also fehlt halt noch, könnte viel umfangreicher sein, aber das ist eigentlich so mein Hauptgrund, wieso ich so lange dranbleibe, so wie ich spiele. Ich bin der 6. Saison bin. Und einfach mir nicht langweilig wird. Wieso auch? Wieso soll mir in einem Spiel, wo man immer ständig gegen Spieler spielen kann, oder Mitspieler vor allem, es langweilig werden? Das ist genau das, was ich brauche. Und eventuell mache ich davon auch ein Game, also nicht genau so. Vor allem mit dem Zusammenhalt und Gegenspiele spielen. Da gibt es noch zu wenig Spiele. Also Regnum ist alt. Ashes of Creation kann man nie spielen. Und muss dort viel Geld zahlen. Und sonst gibt es nichts. Kein RVR, MMORPG. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt nur ein Online-Spiel machen. Natürlich den Hauptaugenmerk natürlich aufs Online, auf die Server halten, aber die kann ich wahrscheinlich am Anfang noch nicht mieten. Da muss man einfach anfangen mit Singleplayer und eine gute KI machen, und das ist jetzt einfach mein Hauptproblem. Ich bin noch nicht so gut im KI machen. Darf mir gerne mal jemand erklären, mit der Unreal Engine geht das ziemlich gut, denke ich. Und ja, wenn wir Hilfe haben, dann können wir das auch schnell veröffentlichen. Soll kostenlos sein wie Champions of Regnum. Aber es wird Support-Packs geben. Die könnt ihr kaufen, wenn ihr denkt, ihr könntet unserem Team, das noch nicht da ist, halt helfen. Also schließt uns an und lernt ein bisschen Games, Game Design, Skripten und so. Und schon, ja, geht es vielleicht euch auch besser. Aber Regnum stagniert mega, also es ist nicht viel Content dazu gekommen. Sie strugglen immer mehr, sie wollen immer weniger entwickeln. Das ist echt schade. Es kam zwar ein Patch am 2. März, glaube ich, oder so, 2024. Aber das war so wenig, ich merke einfach fast gar nichts davon. Vielleicht ein paar Bugfixes, mehr nicht. Ja, und irgendwelche Probleme mit den Ranglisten, ja. Aber mehr nicht. So, also wir sind dort, wo wir ein Lager haben. Jetzt können wir kurz ein paar Items noch reintun.
Und ja, wir haben eigentlich noch Zeit. Also so wie es aussieht, ja. Ist er bei mir sogar. Ziemlich nah sind die zwei Steine. Und jo. Dann haben wir also das geschafft. Jetzt müssen wir natürlich die anderen vier noch holen von Syrtis. Die sind aber zahlenmäßig leider immer über Ding überladen. Also wenn ihr wissen wollt, wo die Deutschen sind, sie sind bei mir im Reich, in Alisius, im Blauen Reich. Nur zum Wissen, ja. Also es würde wirklich sehr viel Spaß machen, wenn ihr mitmacht. Ihr könnt anfangen, ihr müsst nicht viel bezahlen. Ihr braucht ein Reittier, das könnt ihr aber auch mieten. Sonst braucht ihr gar nichts zu holen. Und ja, schließt euch zusammen, levelt. Und ich habe ja auch noch mehrere Charaktere, die ich noch leveln muss. Einfach mich noch fragen. Und ja, dann ist es eigentlich ziemlich okay so. So, ich muss vor allem hier endliche Knochen. Und so. Hier ist es. Feindliche Essenzen, die bekommt man einfach von anderen Spielern und Gegenspielen. Von anderen Reichen und die Kohle raus. So. Ah, es geht nicht. Okay, Kohle mal draußen lassen. Wir könnten mal. Ja, das ist gut. Auch eine kleine, also wegen dem Leveln gut. Wir könnten mal die Schulterplatten. Hey, nein, das macht keinen Sinn. Wir tun jetzt erstmal ins Charakterlager machen. Ah, sind wir voll. Also, ich schaue mal, wie ich da weiter verfahre. Du wahrscheinlich zum Wäschi jetzt mal die Sachen machen. Den habe ich erst gespielt und so. So, du hast 1000 Warmastercoins verdient, da du deinem Reich gehalten hast, einen Edelstein geholfen hast, einen Edelstein zu bekommen. Ich kann die Schrift leider echt nicht gut lesen, so weit links. Aber, jo. Der ist nicht da, scheinbar. Jo, ich warte. Nein, ich kann ja jetzt nicht, aber. Ja. Ein Spiel von Syrtis habe ich gekillt, ja. Ja, ich werde so Sachen schauen, oder? Mit Bossen mitmachen dann. Und die anderen Sachen, ja, wird wahrscheinlich schwer zu sein. Schwer sein, wenn halt so wenig Spieler immer so Content machen. Also bitte mitspielen, dass ich geholfen werde mit Bia. Vielen lieben Dank und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.